Für eine Gruppe von Medizinstudenten der Friedrich-Schiller-Universität Jena steht heute eine Fahrt durch den Wartburgkreis auf dem Lehrplan. Im Rahmen einer ganztägigen Praxistour steuern sie verschiedene medizinische Einrichtungen an, um sich ein Bild von der Region und ihren beruflichen Perspektiven für junge Ärzte zu machen. Denn gerade der ländliche Raum scheint zuweilen recht unattraktiv für den medizinischen Nachwuchs zu sein. Der Ärzte-Scout Thüringen hat sich diesem Problem angenommen und unterstützt junge Mediziner auf ihrem Weg in eine ambulante Tätigkeit. Auf Initiative des Landratsamtes findet nun erstmals eine Tour in den Wartburgkreis statt. Vorbereitet und betreut durch das Klinikum Bad Salzungen. Hintergrund der heutigen Veranstaltung ist im Prinzip dem vorhergesagten Ärztemangel gerade in den ländlichen Regionen ein bisschen entgegenzusteuern. Und da wir von den entsprechenden Strukturen gehört haben, wie jetzt dem Ärzte-Scout in Jena, der praktisch dafür ist, ein Pilotprojekt dafür zuständig ist, schon die Studenten für den ambulanten Bereich zu interessieren und auch zu koordinieren, wo sie ihre Praktika und ihre Ausbildung machen können. Und auf der anderen Seite auch natürlich unsere Region hier in Thüringen, insbesondere auch des Landrates, dass wir Interesse zeigen, die Studenten auch mal an unsere Standorte oder an uns in unsere Praxen zu locken und sie davon zu überzeugen, auch im ländlichen Bereich mal ambulant tätig zu sein. Überzeugungsarbeit, die auch Dermatologin Constanze Hüge leisten will. In ihren Praxisräumen in Schweina erzählt sie den Studenten von ihrem persönlichen Werdegang und berichtet von ihren Erfahrungen als niedergelassene Ärztin in einer ländlichen Gegend. Die jungen Mediziner saugen diese Informationen förmlich auf und fragen immer wieder interessiert nach. Für die Hautärztin eine gute Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Vorurteil aufzuräumen. Das ist so die Unimedizin, was man letztendlich, auch so eine Haltung, die man auch, wenn man an der Uni arbeitet, was ich auch getan hatte, auch selber immer so ein bisschen denkt, dass man sagt, wir machen hier die schweren Fälle und die richtig Kranken und die niedergelassenen Ambulanten, die machen nur so den Kleinkram. Ist aber nicht so, weil letztendlich auch gerade durch die weite Entfernung bis zur nächsten Klinik, letztendlich man klärt hier viel, viel selber und sie müssen sehr, sehr viele Entscheidungen selber treffen und man hat wirklich das ganze Spektrum. Klar kommen auch mal Banalitäten, das ist normal, aber letztendlich, man hat auch durchaus schwere Fälle, die man auch lösen muss und auch lösen kann. Und das gibt einem wirklich auch Befriedigung für jeden Tag. Nach einer offiziellen Begrüßung im Landratsamt und dem Besuch einer Praxis für Allgemeinmedizin in Kieselbach machen die 10 Studenten zur Mittagszeit zunächst Halt im Klinikum Bad Salzungen. Nicht nur in ihrem Studium, auch in ihrer beruflichen Planung sind sie unterschiedlich weit. Der ärztliche Direktor Professor Peter Jäcker schwärmt deshalb zu Beginn seiner Ausführungen von den vielfältigen Karrierewegen, die die moderne Medizin eröffnet, um anschließend für eine Ausbildung an einem kleineren Krankenhaus wie Bad Salzungen zu werben, wo die Bedingungen häufig besser seien. In größeren Häusern gibt es auch eine gute Ausbildung, das ist vollkommen klar. Aber kleinere Häuser sind übersichtlich. Ja, wir haben zum Beispiel einen strukturierten Ausbildungskatalog in den einzelnen Fächern. Das heißt, wir können das wirklich Stück für Stück abarbeiten und den Assistenzarzt an sein Werk heranführen. Nicht? Und in großen Häusern ist das manchmal ein bisschen schwierig. Das ist eben viel größer, viel chaotischer. Manchmal sind auch die Fälle wesentlich komplizierter, sodass man als junger Arzt in seiner Ausbildung weniger machen kann. Und ich glaube, da haben wir hier eine ganz gute Basis, um das anständig durchzuziehen. Wir haben in vielen Fachabteilungen die volle Weiterbildungsermächtigung, also dass man da seinen Facharzt machen kann in den speziellen Fächern. Das ist schon mal eine sehr wichtige Voraussetzung. Und wie eben schon gesagt, die Ausbildung ist strukturiert in den einzelnen Abteilungen. Und ich denke mal, damit sind die Ausbildungsbedingungen eigentlich optimal. Zumal das Klinikum Bad Salzungen mit seinen medizinischen Versorgungszentren darüber hinaus auch Möglichkeiten schafft, ambulant tätig zu werden. Am Standort Bad Liebenstein kommen die Jenaer Studenten zum Abschluss ihrer heutigen Praxistour mit Kollegen ins Gespräch, die diesen Weg für sich gewählt haben. Zu ihnen zählt auch Evelyn Matthäus. Wohin die Richtung in die Zukunft mal geht, ich denke, das ist ganz gut, dass es noch offen ist. Die MVZs gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Das ist eine alternative Versorgungsstruktur, die man erfunden hat, gerade weil im ländlichen Raum oftmals keine Nachfolger für die Praxen da waren. Aber
Ob man nun selbstständig niedergelassen ist oder im MVZ angestellt ist, beides hat sicherlich Vor- und Nachteile. Wenn man heutzutage junger Mensch ist, kann man das in seine Familienplanung so oder in seine Lebensplanung so einbeziehen. Und ich denke, dass da für jeden was dabei ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass das eine oder das andere besser ist oder schlechter. Jeder kann da seine Prioritäten setzen, sich auch verwirklichen. Eine Erkenntnis, die heute sicher auch die Studenten gewonnen haben. Ich fand es jetzt auch eigentlich ganz aufschlussreich, auch mal zu sehen, wie verschiedene Praxen so aufgebaut sind und wie viele Ärzte so zusammenarbeiten oder ob man es alleine macht. Und nehme ich auf jeden Fall ein bisschen Inspiration mit für die Zukunft. Auf jeden Fall eine Motivation, also über ambulante Niederlassungen mehr nachzudenken, weil wir jetzt super viele Informationen bekommen haben. Was muss man beachten und wie viel Unterstützung bekommt man auch? Das war mir im Vorhinein überhaupt nicht so bewusst, dass man tatsächlich so viel Förderung auch bekommt. Und es ist super schön, einfach so die ganzen Erfahrungen von den ganzen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten hier mal zu hören und so die persönlichen Erfahrungen einfach mitzunehmen und so die Geschichten, die dann da auch eine Rolle spielen natürlich. So wie der Tag heute abgelaufen ist, die Eindrücke, die wir bekommen haben, waren vor allem, dass alle sehr, sehr aufgeschlossen sind, dass wirklich alle sich sehr bemühen, uns einen Einblick zu geben und auch sich sehr bemühen, dass man hier die ambulante Versorgung gerade auch in der Zukunft wieder gewährleisten kann. Es ist wahnsinnig vielfältig und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, auch mal hier die Gegend kennenzulernen.